Marie, ich würde mir auch wünschen, solche Fotos oder Bilder von mir zu machen, aber ich weiß nicht wie. Ich sehe auf Fotos immer scheiße aus. Okay, genau das habe ich früher auch gedacht, bis ich verstanden habe, dass Fotogensein einfach nur Übung ist und dass man das lernen kann. Also stop it, du bist nicht hässlich oder du siehst scheiße aus, du kennst einfach nur noch nicht deine Angles, deine Winkel und weißt einfach nur noch nicht, wie du dich positionieren sollst auf Fotos. Und genau aus diesem Grund mache ich dieses Video für euch. Ich werde euch heute beibringen, wie ihr von solchen Fotos zu solchen Fotos kommt. Du bist smash. Und zwar mache ich alle meine Bilder alleine zu Hause mit meinem Handy, weil niemand mit mir Bilder machen will. Nein. Ich habe schon immer Bilder alleine zu Hause gemacht und weil ich auch so schüchtern war früher. Aber ich bin natürlich auch kein professionelles Model, ne, oder hier irgendwie professionelle Fotografin. Ich habe mir das alles selber beigebracht und ich gebe diese Weisheiten, diese Tipps, die ich über Jahre gelernt habe, an euch weiter. Denn ich mache das Ganze jetzt schon seit 7 Jahren. Zuerst einmal, bevor wir mit den Tipps fürs Posing etc. starten, ist es wichtig, dass du ein Outfit nimmst, worin du dich sehr wohlfühlst. Soll es sexy sein, verrucht, verführerisch oder soll es süß, verspielt und schön sein? Ich habe früher angefangen, damit Fotos von mir zu machen, bei denen ich einfach so einen schwarzen Rollkragenpullover-Oberteil anhatte. Darin habe ich mich wohlgefühlt und es hatte trotzdem irgendwie sowas Klassisches. Achte bei deinen Fotos vor allem auf einen guten Weißabgleich. Was genau bedeutet das? Ich zeig's dir. Ein guter Weißabgleich auf Bildern bedeutet, dass deine Vorzüge eher durch Farben betont werden als eben deine nicht so guten Vorzüge. Das sieht so aus. Merkt euch dieses Gesicht. Und wenn ich jetzt im Vergleich sowas Weißes vorhalte, seht ihr das? Dann wird das hier mehr betont. Allgemein meine Augenringe werden mehr betont. Es sieht nicht so harmonisch aus. Seht ihr, was ich meine? Nochmal im Vergleich. Sieht viel harmonischer aus. Das könnt ihr auch einfach machen, dass ihr so eure Klamotten mal vor euch haltet, während ihr euer Handy vor euch aufstellt, um zu schauen, was steht mir besser. Also wenn man in einer bestimmten Farbe, wenn die mehr Augenringe bei einem macht und ihr dann Fotos von euch macht, dann sieht man das. Und dann wundert man sich, warum man zum Beispiel irgendwie so fahl oder krank auf diesem Foto aussieht. Also in der Kamera siehst du sowas noch viel, viel deutlicher. Nun kommen wir zur richtigen Location. Und das ist gar nicht so leicht, denn da du es ja alleine zu Hause mit deinem Handy machst und wahrscheinlich jetzt auch noch nicht irgendwie super krass professionell bist, wäre es gut, wenn du dir einen Ort in deinem Haus, in deiner Wohnung suchst, wo sehr, sehr viel Tageslicht reinscheint. Super krasser Sonnenschein ist tatsächlich gar nicht so nice, wenn dir super krasser Sonnenschein ins Gesicht scheint. Such dir lieber so ein bisschen bewölkt, aber trotzdem noch hell, so einen Tag aus. So, und was ich früher super, super gerne gemacht habe, ist, dass ich mein Handy einfach auf die Fensterbank gestellt habe. Denn wenn du dein Handy auf die Fensterbank stellst und dich dann quasi davor setzt, ne, oder kniest, je nachdem wie hoch eine Fensterbank so ist, dann hast du halt den direkten Lichteinfall und ein sehr natürliches Licht. Wenn du natürlich ein Ringlicht hast, dann benutzt das, dann kannst du überall in deinem Haus oder in deiner Wohnung Fotos machen. So oder so, egal wo du jetzt dein Handy hinstellst, achte immer darauf, dass du auf jeden Fall auch immer Licht von oben hast. Also gerade wenn wir zum Beispiel Bilder von unten machen, dann tendieren wir schnell dazu, Schatten unter den Augen zu bekommen, weil halt das Licht so von unten kommt. Oder dann ist unser Doppelkinn irgendwie krass beleuchtet. Und nichts gegen unser Doppelkinn, aber wir wollen ja hier schon so ein bisschen so Model-Fotos rausholen, ne? Ich arbeite dann zum Beispiel mit 2 Ringlichtern. Ihr könnt dann zum Beispiel euer Handy ans Fenster stellen, sodass ihr dann vom Tageslicht was habt und dann halt euer Handy aber unten positioniert ist. Also so, dass ihr auf jeden Fall immer Licht von oben habt. Ihr werdet merken, das sieht vorteilhafter aus. Und wenn du Rollladen hast oder Vorhänge, super, dann mach die Rollladen so ein bisschen runter. Nicht so, dass du Schatten im Gesicht hast, sondern so ein Stückchen, weil Folgendes, damit dunkelst du den Raum hinter dir ein bisschen ab. Das gleiche, wenn du Vorhänge hast. Mach die so ein bisschen zu, weil so kannst du später auch in der Bearbeitung dafür sorgen, dass man zum Beispiel deinen Messi-Hintergrund nicht mehr sieht oder so. Also das sieht dann ein bisschen ordentlicher alles aus. So, und jetzt kommen wir zu einer App, die ich super, super gerne nutze. Und das ist auch wirklich ein kleiner Geheimtrick von mir an euch. Und zwar heißt die App Lens Buddy. Also, denn normalerweise hast du es ja am Handy so, dass du dann immer drücken musst und dann läuft ein Timer und dann macht es ein Foto und dann drückst du wieder. Super anstrengend. Aber bei dieser App ist es richtig praktisch, dass du so einstellen kannst, jetzt 100 Fotos alle 2 Sekunden machen. Ich liebe diese App. Diese App spiegelt auch schon von Anfang an deine Bilder. Also, ne, weil bei iPhone, wenn du ein Selfie machst, dann spiegelt das immer in der Galerie und du denkst dir nur so, so sehe ich in echt aus, um Gottes Willen. Aber bei dieser App, die spiegelt das automatisch für dich.
Also, dass es hübsch aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Du siehst hübsch aus, wenn du Bilder mit dieser App machst. Benutzt diese App, die ist nice. Das ist hier keine bezahlte Werbung oder so. Aber die ist sehr, sehr nice. Die benutze ich nur noch. Denn so hast du auch deine Hände frei und kannst sofort starten mit dem Model-Posing. Ich persönlich finde, dass es für den Anfang, also gerade wenn man Anfänger ist, super, super einfacher ist. Manchmal mache ich Sätze, die halt so gar keinen Sinn grammatikalisch ergeben. Super, super einfacher. Nee. Ich persönlich finde, dass wenn man als Anfänger mit Porträts startet, also nur Fotos von deinem Gesicht, hast du es deutlich leichter, als wenn du direkt mit so Ganzkörperfotos startest. Und jetzt schaut ihr einfach in eure Kamera. Einfach mal neutral, einfach geradeaus reingucken, wie sieht mein Gesicht gerade aus. Und dann fangt ihr an, so ganz minimal euer Gesicht mal nach unten, nach oben, nach rechts, nach links zu bewegen. So ganz, ganz langsam. Und schaut mal, in welcher Position finde ich jetzt gerade mein Gesicht besonders hübsch. So, also ihr seht nämlich immer aus wie eine 10 von 10, aber in manchen Posen, das slayt ihr doppelt so hart, okay? Und diese Pose, die sucht ihr euch jetzt. Darum geht es immer, wenn ihr Fotos von euch macht. Findet eine Pose, in der ihr euch wohlfühlt und die eurer Meinung nach gut aussieht. Und wenn ihr jetzt eine Pose gefunden habt, dann versucht mal, diese Pose auszuarbeiten. Das heißt, ihr achtet zum Beispiel darauf, dass eure Jawline prägnanter wird. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr eure Zähne zusammenbeißt oder die halt mehr vorschiebt. Oder ihr versucht, eure Lippen zu entspannen. Was wir nicht wollen, ist ein Duckface. Lasst das. Also, ihr könnt das machen, okay? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ihr habt mich ja nach Tipps gefragt. Deswegen, ich persönlich mag das nicht. So. Sieht scheiße aus. Versucht mal, euer Gesicht ein bisschen mehr zu entspannen, weil oft tendieren wir dazu, auch das dann so angespannt zu haben. Entspannt hier eure Augenbrauen, eure Lippen und versucht so ein bisschen lässiger rüberzukommen. Macht vielleicht mal euren Mund so ein bisschen auf, macht ihn zu, probiert mal ein bisschen rum. Und wenn ihr jetzt diese Pose gefunden habt, dann könnt ihr jetzt auch anfangen, mit eurem Körper so ein bisschen rumzuspielen. Wenn ihr jetzt so gerade sitzt, dann könnt ihr ja zum Beispiel mal eine Schulter nach vorne machen oder ein bisschen mehr zurück. Ihr spielt mit euren Haaren oder ihr spielt mit euren Ärmeln, nehmt die so ein bisschen als Accessoire. Weil gerade wenn man anfängt, Fotos von sich zu machen, ich finde, das ist so beruhigend, wenn man nervös ist und einfach seine Ärmel nehmen kann. So. Und dann kann man so auf cute machen. Das beruhigt einen. Probiert's mal aus. Ihr könnt natürlich auch lächeln, aber ich persönlich finde tatsächlich, dass es schwieriger ist, auf Bildern natürlich zu lächeln, also so, dass es authentisch aussieht, als halt so ein typisches Grinse-Käse-Gesicht. Ich finde auch, das braucht ein bisschen mehr Übung. Und ich habe auch früher angefangen mit Fotos, auf denen ich eher so neutraler gucke, auf denen ich nicht lächle. Aber macht das, was euch wirklich leicht fällt. Versucht nicht, irgendwen komplett nachzumachen, sondern macht es auf eure eigene Art und Weise. Und was ich auch empfiehlt, wenn ihr nervös seid, gerade bei Anfängern, könnt ihr auch ein Accessoire dazu nehmen. Okay, keine Ahnung, nehmt irgendwas, was hübsch aussieht, was bei euch rumsteht. Ihr könnt eine Mütze nehmen, eine Blume. Ich hatte jetzt halt hier nur eine Plastikblume, okay? Aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt, denn so kriegt das Bild erstens ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr aufregend und ihr wisst, was ihr mit euren Händen machen sollt und der Fokus ist nicht so komplett auf eurem Gesicht. Wenn du deine Fotos jetzt gemacht hast, kannst du die natürlich einfach so ganz natürlich belassen. Aber ich persönlich finde, man kann mit Bildbearbeitungs-Apps super viel aus den Bildern rausholen. Was ich halt mache, ich bearbeite nicht meinen Körper oder so, sondern ich bearbeite wirklich immer nur Licht und Farbe. Und das macht wirklich sehr viel aus. Ich persönlich nutze super gerne die Apps Adobe Lightroom, Tessa, Snapseed und PixArt. Und eben habe ich ja das Thema angesprochen, Hintergrund verdunkeln. Und wenn ihr jetzt Rollladen ein bisschen runtergemacht habt oder eure Vorhänge so ein bisschen zugezogen habt, dann bietet sich jetzt das Tool bei, zumindest bei iPhone gibt es das, vielleicht gibt es das auch bei anderen Handys. In der Galerie selbst gibt es, wenn du das Bild bearbeitest, oben kannst du so auf Bearbeiten klicken und dann gibt es da den Punkt Schwarzpunkt. Und wenn du jetzt den Schwarzpunkt hochfährst, dann macht er halt alles schwarz, was schon schwarz ist, nur viel, viel doller. Und wenn es halt dein Hintergrund schwarz ist, dann macht er den richtig schwarz. Das habe ich früher immer gemacht, weil halt im Hintergrund mein pinkes Zimmer war. Und so kann man halt seine Fotos auch ein bisschen professioneller aussehen lassen. Und ich persönlich nutze die App Snapseed super, super gerne, weil du da nämlich das Tool hast, dass du Licht
und Farbe nochmal einzeln bearbeiten kannst. Und zwar mache ich dann zum Beispiel immer meinen Lidschatten ein bisschen dunkler, weil je nach Belichtung ist der schon mal irgendwie ein bisschen weg. Dann kann ich das wieder intensivieren. Oder was ich auch schon mal gerne mache, ist, dass ich meine Jawline dunkler mache, weil ich konturiere die ja ein bisschen. Und so alleine kannst du echt schon einiges machen an dem Bild. Also auf Bildern sieht es immer so aus, als hätten alle so heftige Jawlines. Ist aber auch oft gepostet und bearbeitet. Habt ihr diesen Fussel gesehen, der hier gerade lang flog? Sehr nervig. Die Fussel drängen sich die ganze Zeit in mein Video. Zuerst einmal ist auch hier die Perspektive sehr wichtig. Macht ihr zum Beispiel Fotos von unten, sieht euer Oberkörper länger aus. Macht ihr Fotos weiter von oben, sieht natürlich euer Kopf größer aus. Sie sieht allgemein ein bisschen kleiner, schmaler aus und eure Beine sehen sehr kurz aus. Was ich immer persönlich empfehlen würde, ist, dass ihr Fotos nicht komplett gerade macht, also dass ihr euer Handy nicht komplett gerade hinstellt, sondern immer so ein bisschen entweder so schräg geneigt oder so schräg geneigt. Wisst ihr, was ich meine? So oder so. Irgendwie sieht es dadurch besser aus. Punkt 2 wäre natürlich das richtige Licht. Auch hier wieder, gerade wenn ihr Ganzkörperfotos macht, richtiges Licht ist immer das A und O. Wenn ihr mieses Licht habt, dann sieht das Foto meistens auch nicht so nice aus. Also es macht wirklich sehr viel aus. Und je nachdem, von wo euer Licht kommt, schaut immer, dass ihr euer Gesicht auch zum Licht dreht. Wenn das Licht von unten kommt, Gesicht nach unten. Wenn das Licht von oben kommt, Gesicht nach oben. Kommen wir nun zum Posing. Und da habe ich wirklich gelernt, wenn die Pose nicht unbequem ist, dann macht ihr irgendetwas falsch. Ja, weil Posen sind super anstrengend, deswegen ist halt auch Modeln wirklich teilweise ein Workout. Das sieht so super lässig aus, aber es ist nicht lässig, okay? Es ist sehr anstrengend. Was mir auch immer sehr hilft und was ich auch jedes Mal mache, ist, dass ich nice Musik anmache, beziehungsweise Musik, die Stimmung meiner Bilder wiedergeben soll. Also wenn meine Bilder jetzt so übertrieben hot aussehen sollen, dann mache ich so Musik an, die mir so ein bisschen mehr Confidence gibt. Oder wenn meine Bilder so ein bisschen grufti und dunkel aussehen sollen, dann mache ich, keine Ahnung, Lana Del Rey an oder so. Also ihr versteht, was ich meine. Macht euch nice Musik an. Das hilft sehr, sehr viel. Und ich habe jetzt hier für euch mal ein paar Posen nachgestellt von Bildern, die ich schon bereits auf Instagram gepostet habe, damit ihr mal so ein bisschen Tricks und Tipps für euch mitnehmen könnt. Zuerst einmal haben wir hier dieses Bild, was ich nachgestellt habe. Wie ihr hier sehen könnt, ist das halt schon am Anfang super anstrengend, weil du deine Hüfte wirklich Richtung Kamera schieben musst. Und ich hatte keine Wand, an die ich mich anlehnen kann. Ich habe einfach so getan, als ob da eine Wand wäre. Ja, und das macht es nochmal viel, viel anstrengender. Ich ziehe hier meinen Bauch auch enorm ein und dann lege ich auch meine Hand ja hier so oben auf den Kopf. Nur normalerweise würde man seine Hand ja so hinlegen, aber ich lege sie überhaupt nicht richtig auf meinen Kopf. Ich tue nur so, weil dadurch sieht es schön aus. Das ist ganz oft so, dass man die Hand irgendwo hinlegt und eigentlich legt man sie gar nicht wirklich auf, sondern man tut nur so. So, beim nächsten Bild ändern wir einmal komplett die Perspektive. Das habe ich nämlich von sehr weit oben aufgenommen. Aber mach dieses Bild auch gerne ohne Zigarette nach, okay? Rauchen ist tödlich. Ich habe die Zigarette auch nicht geraucht. So, und wie ihr hier sehen könnt, positioniere ich hier schon meinen Poppes so ein bisschen rum. Der sieht nicht in Natur so aus, wenn ich so ganz normal stehe. Den habe ich jetzt schon so ordentlich Richtung Kamera gestreckt. Und dann ist es ganz wichtig, weil ich ja meinen Arm so ausgestreckt habe, dass er den auch wirklich ausstreckt. Also auch hier hatte ich wieder keine Wand zum Festhalten. Ich habe einfach so getan, als wäre da eine. Das Ding ist nämlich, dass es auf Bildern meistens besser aussieht. Also besser, ne? Ihr wisst, was ich meine? Wenn man seine Gliedmaßen ausstreckt, also vor allem was Arme angeht, also wenn man die steif hat. Und deswegen strecke ich hier auch meinen Arm aus und halt dann halt meine Haare, ne, so nach hinten hoch, weil das zum Beispiel bei mir eine Pose ist, die meistens sehr gut aussieht, finde ich. Und wenn ihr eure Pose dann körperlich gefunden habt, postet mit dem Gesicht rum. Also sucht immer erst eure körperliche Pose und dann fokussiert ihr euch aufs Gesicht. So, beim nächsten Bild sitze ich hier auf dem Boden und auch da musste ich wieder die Perspektive einmal komplett ändern. Und wie ihr hier zum Beispiel seht, wenn man normalerweise so auf dem Boden kniet oder hockt, wie auch immer man das nennt, dann hat man ja seine Füße so platt auf dem Boden, weil ist halt bequem. Aber auf Fotos machst du das nicht, weil es nicht so vorteilhaft aussieht. Ich habe hier zum Beispiel auch extra so fette Schuhe angezogen. Dadurch ist es nämlich leichter. Du stellst halt deine Füße so auf und du setzt dich auch nicht wirklich auf deine Fersen mit deinem Poppes, sondern du schwebst schon so ein bisschen in der Luft. Das lässt deine Beine
besser aussehen. Also besser, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ihr könnt Fotos machen, wie ihr wollt. So, und was ihr hier auch gut sehen könnt, ist, dass ich jetzt auch sehr stark ins Hohlkreuz gehe. Ich habe hier noch das T-Shirt so ein bisschen hoch gemacht. Auch sieht so ein bisschen fancier mit aus. Und so habe ich zum Beispiel dieses Foto damals gemacht. Es ist eine sehr anstrengende Pose. Stellt euch das mal vor, ihr schwebt so ein bisschen in der Luft und ihr könnt euch nicht wirklich eure Fersen abstützen und dann müsst ihr die ganze Zeit so im Hohlkreuz sein. Als nächstes machen wir eines meiner neuesten Bilder nach, und zwar dieses hier. Und auf diesem Bild sieht es ja zum Beispiel so aus, als würde ich mich so ein Stückchen auf meinem Oberschenkel abstützen. Aber nein, das mache ich nicht. Weil wenn du das machen würdest, dann würdest du da so richtig runterfallen. Also dann würde man da so ein bisschen hängen. Auch hier tue ich wieder nur so, als würde ich mich abstützen. Und daran seht ihr halt, wie viel Fake auf Bildern ist. Gerade bei so großen Magazinen und so, da ist keine Pose natürlich. So, und was ich hier auch zum Beispiel wieder mache, ist, dass ich meine Ärmel als Accessoire nehme. Ich mag das sehr gerne. Und normalerweise, seht ihr auch hier, würde man ja seinen Arm einfach so flach an sich drücken, dann so ausstrecken halt. Aber das sieht auf Bildern, warum auch immer, nicht so nice aus. Deswegen mache ich meine Arme so ein bisschen von mir weg. Von der Seite sieht es halt immer total weird aus. Und vorne sieht man es dann gar nicht mehr, dass der Arm eigentlich gerade voll weit weg vom Körper ist. Und was ich natürlich auch mache, ist, dass ich meine Hüfte sehr weit nach hinten schiebe und so ein bisschen drehe. Weil würde ich meine Hüfte einfach gerade lassen, dann würde die von meinem Arm verdeckt werden. Also ich drehe meine Hüfte so zur Seite nach hinten, dass ich so ein bisschen so eine Kurve habe. Das ist auch sehr anstrengend. Und deswegen lohnt es sich halt auch immer, Plateauschuhe anzuziehen oder hohe Schuhe, weil dadurch ist es leichter tatsächlich. Und vielleicht fragt ihr euch auch ganz oft, wieso hat das Model so einen nicen Po? Wieso ist dieser Po so rund? Und auch das ist gefaked. Also erstmal habe ich natürlich hier eine Leggings angezogen, die schon einen nicen Poppes macht, okay? Aber dann könnt ihr auch da einiges faken. Also erstmal müsst ihr euren Poppes richtig weit natürlich wieder zur Kamera strecken. Am besten das Bein, was zur Kamera am nächsten ist, ausstrecken. Und dann Poppes so im Hohlkreuz nach hinten zur Kamera strecken. Und auch da so ein bisschen rumprobieren. Dann, das seht ihr so oft, so oft, dass Models ihre Arme an den Po machen und dann mit den Fingern so ein bisschen in die Po-Falte gehen. Und dadurch heben die ihren Po erstens an und machen ihn runter. Und du siehst nicht, weil die Arme und Finger davor sind, wo dein Po an den Seiten aufhört. Und dadurch wirkt der auch richtig groß und rund. Und damit kann man so viel faken. Und hier zeige ich euch auch, wie krass gestellt zum Beispiel so eine Pose an der Wand ist. Also ich drücke hier zum Beispiel an dieser Stelle meine Hüfte auch wieder so krass raus. Ich mache so eine richtige S-Kurve mit meinem Körper. Und was ich euch hier auch gezeigt habe, ist, dass mein Bein in der Luft dabei schwebt. Und das siehst du nicht. Aber wenn man jetzt so runter gucken würde, dann würde man sehen, okay, mein Bein schwebt in der Luft. Und was ich auch mache, ist meinen Bauch super anspannen, ne, Schultern wieder komplett zurück und dann wirklich ins Hohlkreuz gehen, dann den Poppes so an die Wand drücken, Hüfte so ein bisschen raus, Arme anspannen an den Körper und dann so rumprobieren und posen. Das sind sehr anstrengende Posen und sie sehen halt irgendwie nicht so anstrengend aus. Sie sehen so effortless und elegant aus, aber sind sehr anstrengend. Und mir fällt auch übrigens auf, dass ich meistens so sexy Posen mache. Ihr könnt aber natürlich auch süße Posen machen. Ist nicht so mein Ding, aber könnt ihr natürlich machen. Und um euch nochmal zu verdeutlichen, wie gefaked auch einfach nur ein ganz normales gerade Stehen in der Kamera ist, habe ich euch das auch nochmal gezeigt. Also wenn ihr euch jetzt ganz normal gerade hinstellt, dann würde es ja normalerweise einfach so aussehen. Aber auf Bildern posen diese Models auch das extrem. Und zwar, indem sie zum Beispiel auch wieder ins Hohlkreuz gehen, auch wieder ihre Schultern super weit nach hinten machen, ihren Bauch anspannen, ihr Gesicht hier, die Muskeln hier anspannen. Und dann denkt man sich immer so, oh, die sehen einfach schon so toll und cool aus, wenn die einfach nur irgendwo ganz normal rumstehen. Aber nein, auch das ist gepostet. Und das siehst du nicht. Sieht einfach so aus, als würde die irgendwo rumstehen, ganz normal. Aber nein, das ist gepostet. Ganz viele von euch beschweren sich immer darüber, dass sie ihre Arme so dick finden und dass Models immer so dünne Arme haben. Und ja, diese Models haben generell sehr dünne Arme, die sind einfach sehr dünn. Aber auch das kann man ein bisschen, da kann man ein bisschen schummeln. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ich will euch nur zeigen, wie viel Fake ist und was man alles machen kann. Einfach Arm ein bisschen anheben, bisschen vom Körper weg, seitlich drehen, schon sieht es dünner aus. Siehst du ganz oft auf dem roten Teppich, dass Celebrities da so stehen, auch vor allem seitlich dann zur Kamera gedreht, damit ihre seitliche Silhouette schlanker aussieht. Habe ich auch im letzten Video schon ansatzweise drüber gesprochen. Allgemein gilt immer, wenn ihr mit euren Armen post, dass ihr die Arme immer ein Stückchen vom Körper wegmachen könnt, wenn ihr wollt, dass es so aussieht wie bei so Models oder so. Die haben ihre Arme nie komplett am Körper. Dadurch sehen die schlanker aus. Das gleiche gilt natürlich auch für Hände. Auf Bildern hast du deine Hände am Gesicht zum Beispiel nicht so, wie du sie normalerweise in der natürlichen Alltagssituation hättest. Sondern auch da sind sie nicht wirklich nah am Gesicht, sondern immer mit so ein bisschen Abstand und dann auch sehr gepostet und so weiter.
Am Ende ist jeder Anfang schwer und ich würde euch einfach raten, anzufangen. What are you waiting for? Do it! Stellt euer Handy auf die Fensterbank, fangt so an, Fotos zu machen, tastet euch immer weiter ran an schwierigere Posen, an Ganzkörperfotos und so weiter. Übung macht wirklich den Meister. Meine Bilder sahen früher auch nicht so aus wie heute. Also üben, 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 üben. Und dann wird das, vertraut mir, ihr lernt mit der Zeit immer mehr eure Winkel kennen und wisst, wie ihr euch auf Bildern positionieren könnt. Und das pusht wirklich das Selbstbewusstsein. Also ran da, ich persönlich habe auch sehr, sehr viel Spaß daran, Shootings zu machen. Und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Tipps habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich persönlich. Oh, Junge, diese Staubfussel. Die kitzeln die ganze Zeit meine Nase. Oh, meine Güte.